Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Part in Vampire Stone 1. Auch wenn ihn wahrscheinlich keiner sehen wird, aber was soll's. Ich spiele ja für mich und lasse euch teilhaben, sofern ihr denn wollt. Und ja, mir geht's halt einfach darum, die Spiele durchzuspielen, die ich also mag. Entweder kommt ihr mit oder nicht. Was hat er denn da für Probleme? Was soll er da irgendwie einen Tanz aufzuführen? Unser Schloss wurde angegriffen im letzten Part. Wir müssen das Schloss von Ungeziefer befreien. Genau. Sag mal! Meister, Meister, endlich seid ihr zurück. Was ist los, Ronak? Ritter, Meister, Ritter sind gekommen und stürmen gerade das Schloss. Es sind so viele, Meister. Ich konnte nur ein paar aufhalten. Naja, nur drei anscheinend. Dieser widerlichen Insekten. Kommt hier, beiden. Wir kümmern uns um dieses Problem. Sicher. Aber es sind alles Menschen. Wie sollten sie zerfetzen? Ja. Ganz ehrlich. Egal, ob ich jetzt nur ein Vampir bin oder nicht. Wer mein Heim verwüstet, und das ist mein Heim, der ist nicht mein Freund. Und ob wir das machen? Ich bleibe hier und passe auf, dass niemand noch reinkommt. Nein, du pass auf, dass niemand flüchtet. Für diese Freveltat müssen alle qualvoll sterben. Na dann, suchen wir mal den Anführer dieser Ritter. Hier habt ihr noch einige Tränke, Meister. Drei Heilfiolen, drei Blutfiolen, ein Trank der Ewigkeit und ein Speicherstein erhalten. Moment mal. Speichersteine sind keine Tränke. Nehmt ihr aber trotzdem gerne mit. Blut bei Valna ist ein bisschen knapp. Bei Elaine auch. Soll mir aber Wurst sein. Okay, er hat doch ein paar mehr gekillt. Ach komm, wir machen jetzt mal dieses Stockwerk hier. Okay, doch nicht. Wir gehen also hoch. ja, wir killen alles, was sich bewegt. So wie diese hier. Also, es gibt random Kämpfe hier. Okay. Killen wir doch mal die Soldaten hier. Die Ritter. Aber wirklich, ja, jetzt weichen die noch aus. Toll. Boah, die halten aber eine Menge aus. Alter. Alter. Die halten echt viel aus. Ja. Ja, machen wir das so, ne? Sehr schön. Au! Die sind doch ein bisschen stark, die Gegner. Zumindest halten die gut aus und teilen auch gut aus. Oh ja, wir das überleben. Und wir kriegen nur schwache Seelen. Ist ja schwach. So, da ist nix. Ja, reicht noch. Weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ob ich irgendwie bestimmt Gegner jetzt suchen soll oder einfach ein paar Random Battles machen soll. Das weiß ich gerade nicht wirklich. Naja, na gut, komm. So, Angriff. Ja. Das Schloss ist groß. Es könnte eine Weile dauern, bis wir hier aufgeräumt haben. Und Elaine ist an oder hat Blutmangel. Das gefällt mir gar nicht. Noch belebt sie. Wir können auch bei Bedarf mal im Magiezimmer vorbeischauen.
und mal ein bisschen mit unseren Seelen rumspielen? Ach, nö. Elaine ist rasend. Ja. Sollte mich mal kurz heilen. Ja, also wenn ein Charakter rasend ist, agiert die Person selbstständig. Das heißt, man kann die nicht mehr selbst steuern und Angriffe wählen oder zum Heilen benutzen. Und greift natürlich dann auch andere Ziele an, als die man zum Beispiel möchte. So, der erste ist tot und Asgens in Starre. Nein! Ich muss ein bisschen. Ja, Elaine ist 8. Also, 8 Jahre alt. Nein, Level 8. 8 Jahre, genau. So, kurz mal den Asker wieder. So, Blut bekommst du. 10 LP. Oh. 10 LP. 50 LP. 25 kriegst du. Sollte reichen. Nee. Komm, einen krieg ich noch. Weich doch nicht aus. Wieso ist Elaine immer noch rasend? Sie hat wieder genug Blut. Was soll das? Was soll das? Aber die hat wenig Leben. Daran kann es nicht sein. Anti-Krankheitsserum, okay. 50 LP. Ja. Ich hoffe, ihr Rasenzustand ändert sich gleich mal wieder. So, guck hier mal rum. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich glaube, zum Thronsaal, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen schaue ich ein bisschen hier rum. Wir könnten bei Bedarf auch mal so ein Magiezimmer wieder hin und auch nicht nur mit den Seelen was machen, sondern auch neue Skills lernen. Finde ich irgendwie mal so. Au! Schaden. So. Weich doch nicht immer aus. Oh, hallo. Muss ich immer ausweichen. Aska 7, sehr schön. Okay. Das auch nix. Ach komm. Den nehme ich mit. Allmählich mache ich auch einen Schaden. So. Ja. Gut, jetzt bin ich hier. Ich wollte hier aber nicht hin. Ach komm. Den nehme ich halt mit. Ist ja ein leichtes. Oh, Asuka ist fast tot. Asuka macht gut Heilung mal. Wow. Sehr schön. Danke. So. Noch eine Seele. Und weiter. Also wieder rechts lang. Ach komm. Ach, jetzt fliehe ich einfach mal. Gerade keinen Bock. Hoch. Na komm.
Ach. Ach, er ist wieder rasend. Dann kriegst du eine Blutfiole. Wow, 31 Schaden. Fett geil. So. Jetzt müsste Walner auch ein Level. Nein, schade. Walner müsste aber auch mal Level abkriegen, oder? Ja. Wobei Walner ist 8. Gut, Aska müsste nochmal wieder Level abkriegen. Er braucht wieder Heilung. Oh. So. Oh, komm, den mach ich mit. Die Einzelnen sind gar nicht, nicht das Problem, aber auch die ist ein bisschen nervig. So, danke. Schmerzmittel! Och, hallo! Ja, toll. Ja, toll. Mal, danke. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich hin muss. Ach komm. Fliehen. Och. Dann halt den jetzt hier. Au. Und jetzt aber, oder? Sehr schön, danke. Jetzt. Ach komm. Ich will erstmal zum Magierzimmer. Danach will ich dann zum Thronsaal. Ich denke, an diesen beiden Punkten ist ja vielleicht auch ein Kerker. Aber Kerker liegt sowieso auf dem Weg zum Thronsaal. Mit diesen drei Hotspots werde ich erstmal mich versuchen hinzubegeben. Oh komm! So. Magiezimmer war links. Da ist schon mal nix. Wo ist denn das Magiezimmer? Nee, kein Bock. Oh! Oh! Ich möchte gerne fliehen. So. Da, wunderbar, da wollte ich hin. Ja, genau. Komm hier. Krieg dir Ärger. Und Aska schwankt seine Energie. Zack. Zack. Und zack. Die hält aus. Die hält echt was aus. Und jetzt nicht mehr. Wunderbar. So. Och. Nerv nicht. Ja! Nein! Aska! Du brauchst doch das Level! Wiederbeleben. So. Wieso habe ich da jetzt ein Gesicht? Ich habe gerade Angst. Ich habe wirklich Angst. Hallo?
Warum sind jetzt laut Symbol rechts oben Gegner, die zu stark für mich sind? Okay, hier endet dein kleiner Streifzug durch mein Schloss. Zuerst hier, huh? Ah, der Hausbesitzer. Der Hausbesetzer ist endlich zurück. Ich frage mich, ob die wahren Besitzer dieses Schlosses unter den Skeletten waren, die wir getötet haben. Nein, ich habe ihre Körperteile für noch abartigere Experimente verwendet, als du dir vorstellen kannst, mit deinem kleinen erbärmlichen Gehirn. Nun, ich bin überrascht, dass du überhaupt so lange unentdeckt hier hausen konntest. Aber jetzt bin ich ja da, um ein weiteres Problem dieser Welt zu beseitigen. Merkwürdig. Dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Ich schätze, dein erbärmliches Dasein als Totenbeschwören... Was? Als Totenbeschwören? Totenbeschwörer sollte da wohl stehen. Hat jetzt ein Ende. Ja, siehste? Totenbeschwörer, sagst du? Traurig, wie du mich unterschätzt. Doch du hast Glück. Du wirst lange über deinen Fehler nachdenken können. Denn als Geist hat man viel Zeit. Genug von diesem dummen Geschwätz. Ich werde an dir ein Exempel statuieren, das die Welt erschüttern wird. Oh! Andere Musik! Merkt euch den Namen Sir Estir. Dann könnt ihr ihn in der Hölle schreien, während ihr unendliche Qualen erleidet. Euer Blut anfängt in euren Adern zu kochen. An diesen Namen werde ich eher denken, wenn ich eine fette Male sehe. Ja, Asgar, genau. Ja, Mist, dass wir jetzt einen Bosskampf haben. Ja, ich wollte mich erstmal hier ausrüsten, aber okay. Machen wir einen Bosskampf. Erstmal die Ritter killen. Bevor wir gegen diesen Sir Estia antreten. Sollte hoffentlich zu schaffen sein. Wobei, der Totenkopf rechts oben hat mir dann doch schon Angst eingejagt. Na, mal schauen, wie das Ganze abläuft. Er teilt gut aus. Eisball auf Ritter. Er wird heilen. Sie macht Feuerball auf Ritter. So, alle Ritter sind tot. Jetzt geht's ab. Oh, fuck. Elaine blutet. Das ist scheiße. Er weicht aus. Das ist so gut. Ja, 27 Schaden. Gut. Blutheilung. Kriegt Elaine. Ja. Bluten ist nicht gut. Da verlieren wir unser Blut. Angriff. Angriff. So, also. Wir brauchen Blut. Blut plus 20. Blut plus 20. Angriff. Angriff. Ja! Ja! Das ist aber noch nicht genug. Was kriegen wir hin? Eisball! Feuerball! Schwarze Energie! Haben wir noch nicht! Oh, reicht aus. Ja. Kriegst aber hier diesen Angriff. Wir haben noch nicht.
Weich doch nicht immer aus. Was? Immer noch nicht. Gut, dann sollte ich Eisball machen. Heilen. Angriff. Immer noch nicht. Saug ich mal Blut. Na komm. Ich hab sie Blut getrunken. Sehr schön. Dann kann ich wieder Eisball machen. Du heilst mal mit Blutheilung. Blutheilung, bitte. So, los. Der ist wirklich zäh, der Boss. Muss ich ja sagen. Boah, der hält viel aus. Na komm. Nee, nee. Harte Geschütze auffahren. Blutheilung nochmal. Aska selbst. Langsam reicht's mir mit dem. Ja, wunderbar. Und 86 Erfahrung. Was, nur eine normale Seele? Bei dem Boss eine normale Seele? Ist aber ein bisschen armselig. Das kann nicht sein. Grüße, die Verdammten von mir. Ich schätze, die anderen Ritter werden jetzt flüchten. Es wäre besser für sie. Wieso kamen sie eigentlich hier ins Schloss? Es ist doch wahrscheinlich, dass sie von den Wachen in Messland alarmiert wurden. Dann kommen später noch viel mehr. Ich werde das Schloss aufrüsten. Aska, hör auf. Es hat doch keinen Zweck. Es ist besser, wenn wir von hier verschwinden. Das Schloss verlassen? Niemals! Doch nicht für immer. Nur bis sie die Sache etwas beruhigt hat. Wenn du noch mehr Ritter tötest, wird das nur noch zu einem weiteren heiligen Kreuzzug kommen. Heiliger Kreuzzug? Das erkläre ich dir später. Du hast wahrscheinlich recht, mein Schatz. Wir sollten von hier verschwinden und nun ab und zu zurückkommen, um unser Silber zu holen. Und wohin sollen wir hin? Nun, wie wäre es mit Klenna? Du willst also immer noch nach ihr suchen, was? Was willst du denn, Klenna? Ich habe mir gedacht, ich finde die Leiche von Aisha und du belebst sie dann wieder. Deine Freundin! Ach, ich erinnere mich. Ich vermisse sie sehr. Und du willst, dass ich sie wiederbelebe? Als Vampir? Ja. Also, ich halte das für keine gute Idee. Wieso denn nicht? Durch die Umstände wurde er doch zum Vampir. Außerdem haben wir jetzt eh sehr viel Zeit. Hm. Elaine. Na schön, vielleicht bist du dann glücklicher. Ja, das bin ich. Dann sollten wir aufbrechen. Speichern. So. Bevor es aber erstmal losgeht, kann ich hier was Neues lernen, oder? Nicht. Nein, gut, so, und hier? Auch nicht. Ja, bevor wir hier abhauen, und wieder ein weiterer Toter. Ja. Erstmal neue Skills lernen, so. Walder, Magie Level 2. Lichtstrahl, Grundschaden 15, ja. Alle Gegner werden getroffen. Grundschaden 11, ja. Nimm das mal.
Schwarze Energie gelernt. Gut, er kann nicht mehr lernen. Er auch nicht. Aber sie. Feuermagie oder Status, ne? Was könnte das denn? Heilt Blindheit, ne? Giftwolke. 10. Ne, Feuerstrahl. Sind mal Feuerangriffe. So, lern das mal. So. Jetzt hier lang. 99 schwache Seelen, sehr schön. Besten Eigenschaft, Valna. Intelligenz einmal. Ich will die speziellen Kisten. Hoffentlich öffnen können. Und Stärke nochmal. Und Abwehr. Ich werde jede Statussache bei jedem einmal machen. Sofern natürlich das mit den Seelen ausreicht. Die restlichen Sachen mache ich dann einmal. Mutan sind alle Rasen. Oh ja, ich muss schnell Blut hier nachfüllen. Heilfiole. 100 Blut. Das ist eigentlich eine Verschwendung. Was wollte ich hier erst gucken? Was wollte ich gucken? Die Stats, genau. Das wollte ich gucken. Wo war das nochmal? War das hier? Da. 41 von... Okay. War aber nicht das, was ich wollte. 724 Kilogramm Silber. Sollten wir mal zur Mine zurückkehren? Und dann nach Klenna. Okay. Okay. Mental 34. Oh. Ob wir mit 34 die Kisten öffnen können? Weiß ich gerade gar nicht. Mal schauen. Ich glaube, das ist immer noch zu gering, oder? So, erstmal. Wo will ich lang? Thronsaal? Erstmal den. Ich werde ein bisschen die Situation beobachten, Meister. Aber halte dich vor eventuellen Angreifern fern. Wie ihr befiehlt. Ja, genau. Hier ist nix. Ich will erstmal zum Thronsaal. Und zum Sarg auf jeden Fall. Jetzt die Frage, wo ist das, wo ist mein Sarg und ja. Mal gucken. War es hier nicht so ein Thronsaal? Hä? Dann muss es hier so ein Thronsaal gehen, oder?
Mal schauen. Ja, hier geht's um Thronsaal. Erstmal zu diesem Sarg hier. Die Speisekammer sollte mal wieder gefüllt werden. Das stimmt. Ja, ihr habt derzeit nur 739 Kilogramm Silber hier gelagert. Wollt ihr welches mitnehmen? Jo, ich nehme mit. Hier habt ihr so viel Silber, wie ihr tragen könnt. 99 Kilogramm. Ja, wir können nur maximal 99 mitnehmen und das müssen wir. Besucher überfallen, während ich ruhe. Ja. Achso, na gut, da können wir nicht hin. Ja, wir können nur maximal 99 Silber mitnehmen. Das werde ich dann beim Händler in Geld umtauschen. Ja, hier geht's um Thronsaal, weiß ich. Wollte ich hier auch hin. Aber hier gibt's nichts, oder? Naja. Gut. Silber haben wir mit. Ja. Also dann, auf nach Klenna. Ich wollte eigentlich noch so eine Mine und dann noch ein paar Arbeiter abstempeln, aber nun gut. Reisen wir nach Klenna. Na dann, wir folgen dir einfach, Walner. Du kennst dich hier besser aus. Gut, gut. Werden mich die Leute denn erkennen? Nein, eigentlich nicht. Solange du nicht sagst, dass du Walner bist, dann erkennt dich keiner. Na gut, das macht es leichter, weil ich keine dummen Fragen beantworten muss. So, und wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Bis dann!